nämlich ein weiterer Ausschnitt aus dem Leben von Frau Lieselotte Meyer. Lieselotte Meyer aus der Rosenstraße 8 hat fast 50 Jahre ihres Lebens hier verbracht. Die Miete, die ist billig und die Leute, die sind nett. Das Klo ist halbe Treppe und geheizt wird mit Brikett. Seit gestern hat Frau Meyer hier total die Schnauze voll. Sie hat einen Brief gekriegt, dass sie jetzt ausziehen soll. Das Haus wird jetzt modernisiert, die Mieter müssen weg. Dem Besitzer, dem ist das egal, denn der hat Geld wie Dreck. Frau Meyer hat sich zwar gewehrt, doch das hat nichts gebracht. Die Polizei hat sie geholt und dabei noch gelacht. Jetzt sitzt sie in einem Altenheim, in so einem frommen Stift. Mit Pförtnerin am Eingang und einem kaputten Lift. Nach ein paar Tagen hat Frau Meyer hier schon voll geblickt, dass sie von dem Essen nur Magenschmerzen kriegt. Was sie am schlimmsten findet, es gibt Ausgang nur bis 8. Und spätestens um 9 wird das Licht hier ausgemacht. Nach ein paar Tagen sagt Frau Meyer, so jetzt ist Schluss, dass ich hier immer Marionette spielen muss. Ich mache jetzt eine autonome Untergrundaktion. So dachte sie sich und sie schlich sich abends mal davon. Frau Meyer ist entschlossen, jetzt wird sie radikal. Mit einer Dose Farbe klettert sie übers Portal. Dass alle Menschen wissen sollen, was hier so passiert, schreibt sie's groß an die Wand und lacht ganz ungeniert. Frau Meyer ist fast fertig, da kriegt sie einen Riesenschreck. Verdammt, sie hört das Martinshorn, sie kann nicht so schnell weg. Ein Griff von hinten unterm Arm und sie denkt, es ist vorbei. Da sagt eine Stimme, komm schnell mit, gleich kommt die Polizei. Frau Meyer sitzt im Auto und sie zittert noch vor Schreck. Doch der junge Mann ist nett zu ihr und sagt, ich bring dich weg. Wir haben da ein Haus besetzt, hat er sie angelacht. Weißt du, in der Altstadt, in der Rosenstraße 8. Frau Meyer geht's jetzt besser und ihr tut auch nichts mehr weh. Als Hausbesetzer Oma in der Chaos-WG. Weil sie sich mit 80 nicht mehr auf eine Leiter traut, hat sie in ihr Hochbett einen Seilzug eingebaut.